Hallo und herzlich willkommen zu Videospaß mit Morgi und einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online Morrowind. Ja, Freunde, wie ihr das in der letzten Folge wahrscheinlich mitbekommen habt, wir sind bei unserer Reise nach Saedanin auf eine Klippe aufgelaufen und wurden dann von Sklavenjägern gefangen, sind aber jetzt dabei, unsere Ketten zu sprengen. Die Quest hier heißt auch Gesprengte Ketten. Ich lese euch nochmal kurz vor. Wardenfell verspricht neue Erfahrungen und neue Abenteuer. Ich kann es kaum abwarten, endlich zu sehen, welche Überraschungen das Land der Dunkelelfen für mich bereithält. Ich habe die Sklavenjägerausrüstung besorgt. Jetzt muss ich den Schlüssel finden, der das Tor zu den Docks öffnet. Ja, wir müssen hier fliehen. Möge das Glück euch begleiten. Wir müssen fliehen. Und haben dabei Unterstützung von einer zwielichtigen Dunkelelfe, einer irgendwie Auftragskillerin oder Schurkin oder so. Also es ist nicht ganz klar, was sie ist. Und jetzt brauchen wir noch den Torschlüssel. Schleicht, um Feinde zu meiden. Benutzt Steuerung, um zu schleichen. Ah, und ihr seht, hier liegt ein Guar, der schläft. Dann gehen wir doch mal in die Ego-Perspektive. Oh, die hat ein Äffchen dabei. Ja. Und wo ist der Torschlüssel? Hier unten, oder was? Ah, ja. Oh! Verdammt! Ich bin in die Bärenfalle getappt. Die hätte ich entschärfen sollen, aber ich habe es eine Sekunde zu spät gesehen. Gut, im Schlösserknacken haben wir ja schon so ein bisschen Übung. Da haben wir beim letzten Mal die Schmiede geöffnet und uns schön frech bedient. Bei den ganzen Waffen. Ich denke, wir haben auch nicht mehr so viel Inventarplatz schon. Eine vererbte Halskette. Erhöht maximales Leben um 880. Ja, das nehme ich gern mit. Ach, lassen wir den Guar am Leben, oder kann man hier noch was Cooles, was Tolles looten? Ich mache jetzt etwas, was ich normalerweise nie machen würde. Der arme Guar. Hoffentlich hat sich das gelohnt. Hier sind doch Münzen. Ja gut, es hat sich schon ein bisschen gelohnt. Ein Dietrich noch. Also falls ich irgendwie mit der Nase komisch mache oder so, ich habe ein bisschen Heuschnupfen zurzeit. Und da kann es dann durchaus mal zu Naserümpfen und Niesattacken kommen. So, jetzt haben wir den Schlüssel. Es kann weitergehen. Oha. Ja, das sind alle schon befreit. Das ist ja klasse. Habt ihr die Sachen, die Nariu wollte? Die Sklavenjäger sind zurückgekehrt. Und unsere Pläne haben sich geändert. Nariu hat mich geschickt, um euch und den Torschlüssel zu holen. Erzählt mir, was geschehen ist. Nariu hat der Hauswache in Saedanin Bescheid gegeben. Dann ertönte das Horn der Sklavenjäger. Die Sklavenjäger müssen sich in der Nähe versteckt haben und sind jetzt auf dem Weg zurück. Wir müssen uns beeilen. Ihr seid ein Sonnenstrahl an einem bewölkten Morgen. Ich werde die Gefangenen durch das Tor führen und nachschauen, was wir finden können, um von dieser Insel zu kommen. Trefft ihr euch mit Nariu am Aussichtspunkt. Danach treffen wir uns an den Docks. Alles klar, Aoki, das werden wir machen. Das ist sowieso in ESO, die Rassen sind wirklich toll. Die Katzen und die Echsenmenschen. Mir fällt gerade blöderweise... Fallen die Namen gerade nicht ein? Ach doch, die Katzenmenschen heißen Khajiit. Schmetterling! Jetzt fange ich auch schon so an wie die Mädels. Aber mir fällt gerade nicht ein, wie die Echsenmenschen heißen. Mir fällt es gerade wirklich nicht ein, ich weiß es. Lasst mir einen Kommentar da, falls ihr es wisst und es mir in dieser Folge nicht mehr einfallen sollte. Da, Argonia. Ich hätte es selbst nicht viel besser machen können, Heldin. Gute Arbeit da unten.
Da wäre noch eine Sache, falls ihr euch dem gewachsen fühlt. Die Zeit ist knapp, aber ich muss euch etwas sagen. Das ist das Mindeste, was ihr euch verdient habt. Aha, rückt sie jetzt ein bisschen mit der Wahrheit raus, ne? Argonia heißen übrigens die Echsenmenschen. Klar, es tut mir leid. Ich bin eine Assassine. Eine Agentin der Murak Tong, die hier Oha. Ist, um einen Auftrag zu erledigen. Der Schrieb, den ich dabei habe, gibt mir das Recht, das Leben meines Ziels zu beenden. Ohne, dass jemand Fragen stellt. Oh. Ich bin hier, um Kapitän Svartstar zu töten. Den Anführer der Sklavenjäger. Er ist abgrundtief böse. Kapitän Svartstar? Ja, sie ist so ein Doppel-Null-Agent, ne? Mit der Lizenz zum Töten. Wieso erzählt ihr mir das? Und was ist der Murak Tong? Weil ich eure Hilfe brauche. Ich kann den Kapitän und 10 von seinen Schlägern töten, ohne dabei auch nur ins Schwitzen zu kommen. Aber das Schiff der Sklavenjäger? Es ist schneller und stärker als alles, was die Einheimischen ihm entgegenwerfen können. Wenn wir das Schiff nicht versenken, sind sie sofort wieder im Geschäft. Warum soll ich einer Assassine helfen? Wie ich sehe, zählt Dankbarkeit nicht zu euren Stärken. Seht mal. Ich habe Seda Nen ein Signal gegeben, aber hier wird keiner rechtzeitig eintreffen, um die Sklavenjäger aufzuhalten. Mit eurer Hilfe können wir den Sklavenjägern den Garaus machen, ihre Gefangenen befreien und ihr Schiff versenken. Andernfalls sind ihre Gefangenen so gut wie tot. Also na gut. Was soll ich also für euch tun? Sammelt Feuersalze und Zunderpech an den Docks. Daraus könnt ihr eine Feuerbombe bauen. Wir vernichten nicht nur ihr Schiff, wenn wir es in Brand stecken, sondern locken damit auch Svartstar aus seinem Versteck, damit ich ihm ein Ende bereiten kann. Wir treffen uns, sobald ihr die Sachen gesammelt habt. Gut, werde ich machen. Zumindest haben wir jetzt einen klaren Auftrag. Ist ja auch schon mal was wert. Wir sind also auf den Feuerfaltern-Inseln. Ah, und hier sieht man's. Wardenfell. Hier ist auch der große Vulkan. Hier sind wir. Also vorgelagert. Und hier ist irgendwo Seda Nen. Ich denke hier. Das ist wie weg. Jawohl. Ja, sehr schön. Es kommt langsam ins Rollen die Geschichte. Und schaut euch das an. Gut, dann schleichen wir auch mal hier hin. Passen diese Schützin. Boah, das sieht ja cool aus. Und flieg! Zack. Also, die Hüterklasse verspricht interessant zu werden. Was ich in diesem Let's Show nicht machen werde, ist komplett jede Folge aufnehmen oder so. Ich werde gezielt immer wieder Folgen aufnehmen, wenn ich ein paar neue Fähigkeiten habe oder denke, dass die Geschichte besonders toll wird. Wenn ihr natürlich sagt, das ist echt der Hammer, wir wollen mehr sehen, dann lasst mir Kommentare da, dann lasse ich mich überreden, das Let's Show zu einem größeren Let's Show oder einem kleineren Let's Play auszuweiten, aber ein richtiges werde ich daraus definitiv nicht machen, weil ich einfach zu viele Projekte habe. Was heißt zu viele? Aber ich möchte nicht einfach nicht nochmal ein MMORPG machen. Da reicht mir der Herr der Ringe Online vollkommen aus. Und ihr seht, da hinten ist das Schiff der Schmuggler. Sie hat mir jetzt gerade eben so ein bisschen eine Kiste weggesnappt, während ich hier am Quatschen war. Jetzt wollen wir mal sehen, ob wir hier noch irgendwas Interessantes finden. Ja, so als Caster, das kommt schon ganz gut. Vielleicht mache ich ja Heiler und Range DD. Worauf ich aber auch Bock hätte, wäre Bogenschütze. Ich muss mal schauen. Aha. Gibt's hier noch irgendwas?
Spiel. Ich gehe jetzt mal weg von dem anderen Spieler, denn da geben wir uns nur gegenseitig auf den Keks. Ah, schaut euch mal die an. Die Krabbe trägt hier Pilze mit. Das ist ein richtig krasses Viech. Gefällt mir. Und ja, ich habe mich jetzt ein bisschen ablenken lassen von der schönen Landschaft. Hier ist also das Schiff. Oh, im Hintergrund der Vulkan, der ist aktiv. Wir müssen jetzt die Feuersalze und das Zunderpech finden. Werden wir das machen? Ich schocke aber, kann man eigentlich im Laufen was gucken? Ja, sehr schön. Dann werden wir noch ein bisschen, wenn wir in Zeldanin angekommen sind. Zündet es an! Lauf! Werde ich ein bisschen mal aufs Interface und aufs Spiel an sich eingehen. Wir haben nämlich vorhin gesehen, da war die Nordtochter, die hier, die wir befreit hatten. Da hat aber der andere Charakter geklickt. Passiert halt öfters mal. Und jetzt steht sie nicht mehr da. Ich hoffe, dass sie jetzt auch als befreit oder ja, als befreit zählt. Und hier in diesem. Schleichen wir mal rein. Gibt's die Feuersalze. Sehr schön. Aha. Und wieder ein Level Up. Sehr schön. Sag mal hier, Jute. Nehmen wir alles mal mit. Das Spiel bietet nämlich auch ein äußerst tolles Crafting-System, wo man wirklich viel machen kann. Sehr schön. Und ihr seht, wir leveln hier fröhlich. Niederschlag, sehr schön. Also wenn man blockt und sie dann mit einer harten Attacke, also mit gedrückt halten und loslassen, der Maustaste der linken trifft. Ah, hier sind schon an den Docks. Dann kann man sie niederschlagen. Sehr praktisch. Zunderpechkiste, sehr schön. Begebt euch an Bord des Sklavenjägerschiffs. Bevor ich das mache, möchte ich aber hier noch kurz schauen. Ja, die Grafik ist wirklich super. Kann man nichts sagen. Für ein Online-Spiel. Ich habe es wirklich schon lange nicht mehr gespielt. Ich habe es eine Zeit lang auch mal sehr, wie sagt man, ausgiebig gespielt. Wohin müssen wir jetzt? Ach, zu den Docks, okay. Und da habe ich es so ein bisschen als gegeben hingenommen, weil ich hatte davor Skyrim gespielt und dann gegenüber Skyrim war die Grafik nicht ganz so toll. Also zwar immer noch gut, aber Skyrim scheint halt, vor allem wenn man dann Mods benutzt. Aber das hier jetzt, nach so einer Zeit. Respekt. Macht Lust auf mehr. Hier drüben, an Bord mit euch, los geht's. Nario Virian. Wird auch Zeit, dass ihr kommt. Warum habt ihr denn so lange gebraucht? Oh, schaut mal, sie hat sogar eine Rüstung an jetzt. Lebt wohl. So, ab zum Sklavenjägerschiff. Boah, da ist ein kleines, das hier... Das ist wahrscheinlich ein kleines Schiff aus Zeldanin. Das hier das Piratenschiff. Als gehörtet ihr zur Mannschaft. Vielleicht merken es die Sklavenjäger nicht. Ja, wir haben auch die Sklavenjäger-Ausrüstung an. Das könnte klappen. Ja, wir sollen die Feuerbombe benutzen. Und sie schaut nach dem Kapitän, aber... Boah! Der erste Mart hat da was dagegen. Ich bringe euch um!
Ja, komm her. Jetzt gibt's Niederschlag. Jawohl. Und eine ganze Horde von... Wie sind die Himmelskreischer? Ich muss gleich mal gucken. Cool, wir haben Zauberring gekriegt. Den wollen wir kurz anziehen. Sehr schön. So. Hier geht's voll zur Sache. Zack, rein mit der Feuerbombe. Was für ein Floh. Boah, wie sie ihn one-shottet. Und jetzt runter von diesem brennenden Schiff. Ja, wir waren wirklich ein tolles Duo. Oh, 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 aber jetzt weg hier. Ah, klasse. Und der MacGyver ins Wasser. Der rettende Sprung ins kühle Nass. Sehr schön. Gutes Tutorial, hat mir gefunden. Schön kurz und knackig, auch eine in einer netten Geschichte verpackt. Und jetzt seht ihr. Ach, das Artwork hier ist so genial in den Ladebildschirmen. Wardenfell mit der dunkelelfischen Architektur. Es gibt noch so viel zu zeigen in dem Spiel. Und vor allem im neuen Add-on. Ich bin sehr gespannt. Das machen wir so Schritt für Schritt, auch was für Neulinge des Spiels, die es noch gar nicht kennen, werde ich immer wieder mal was reinpacken, so wie in Herr der Ringe Online. Bloß eben, entschuldigt, nicht so ausführlich. Uns geht es gut. Und wir räumen hier gleich mal alles aus. Gut. Seid wieder bei Besinnung. Ah. Reden wir. Der Feldwebel Delms. Der hat eine ganz schön stattliche Rüstung an. Heider Dau, schaut euch das mal an. Schön ziseliert. Die wissen wirklich, wie man sich... wie man sich präsentiert. Und ein Seelenstein. Leere Seelensteine. Ihr habt einen leeren Seelenstein erhalten. Um ihn zu füllen, müsst ihr die Fähigkeit Seelenfalle an einem Feind kurz vor seinem Tod einsetzen. Die Seelenfalle findet ihr in der Fertigkeitslinie Seelenmagie. Das ist wie in den anderen Offline-Spielen auch. Für Verzauberung. So, Feldwebel Delms. Würdet ihr mir nun also sagen, was ihr auf diesem Sklavenjägerschiff getrieben habt? Ach, wir? Wir haben es versenkt. Sie haben mich gefangen und ich habe versucht zu fliehen. Wo bin ich hier? Das ist die Hafenstadt Seydane auf der Insel Wardenfell. Wir haben euch unweit der Feuerfalterinsel aus dem brennenden Wrack eines Sklavenjägerschiffs gefischt. Ja. Wenn ihr keine Sklavenjägerin seid, warum seid ihr dann wie eine angezogen? Ach, was sind das für Fragen? Natürlich kommt uns das jetzt nicht zugute. Wir waren verkleidet, weil wir versucht haben, von dem Schiff zu fliehen. Wir? Ich werde Gouverneurin Salvi das auseinanderpfriemeln lassen. Sie möchte euch sehen. Lasst sie lieber nicht warten. Ich werde gerne mit Gouverneurin Salvi sprechen. Kommt mit mir! Boah, habt ihr gesehen, was er für einen krassen Streitkolben hat? Wir kommen gleich mit, aber wir müssen jetzt noch so ein bisschen hier gucken. Also, gucken. Weil ich hier eigentlich noch Hosen brauche. Ich habe immer noch diese zerrissenen, zerschundenen Hosen an. Das gefällt mir nicht. Alchemieflasche. Hat's hier unten... Oh, schaut euch das mal an, wie viele Geschütze. Hat's hier unten nichts? Da gab's einen Tee. Tee ist eine gute Idee. Hätte ich jetzt auch Lust drauf. Mache ich mir nach der Folge vielleicht sogar einen. Hm. Ah, eine Kassette. Jute-Schärpe. So, dann auf nach Seydanin. Schaut euch das an. Ich gehe mal hier hoch. Oder hinten. Nee, da komme ich gar nicht hin. Wir sind in Seydanin angelangt. Ja, genau hier. Da waren wir auf der Insel, der Sklavenjäger.
Hier wird das Deck geschrubbt. Und schaut euch das an. Das ist wie in Morrowind. Man kommt hier an in Zaydanin. Und sieht natürlich als allererstes da hinten diesen Sumpfschreiter. Ein Fortbewegungsmittel der besonderen Art. Und ja, was die Gouverneurin zu sagen hat, ob sie uns wieder gleich wieder in den Knast steckt oder uns glaubt und was für Abenteuer uns auf Wardenfell in Morrowind erwarten, das sehen wir das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Videospaß mit Morgi. Ciao.